Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Unreal Tournament. Wir sind immer noch in der Deathmatch-Ladder. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und jetzt, ich hab's angedroht, bin ich nicht allein. Ich habe sogar zwei Gäste, ja. Das ist doppelt für den Preis von drei und vier und noch einen drauf oder so. An meiner Seite einmal der großartige Jerofire. Hallo. Hi. Und an meiner anderen Seite, ich habe ja zwei davon, ist der großartige Tiju von Tiju LP. Hallihallo. So, und ihr seht jetzt Tempest, ob ihr wollt oder nicht. Wir wollen. Wir sind jetzt, ich muss noch dazu sagen, wir sind nicht jetzt mit dabei im Spiel. Wir gucken alle auf deinen Bildschirm. Genau, das ist. Pass auf, was du magst. Das ist interaktives Fernsehen, meine Damen und Herren. Ja, das ist sozusagen schon Public Viewing Light. Und das ohne Ausgangssperre. So, also, kurz vor euch, wir sind also mitten in der Deathmatch-Ladder. 25 Frags, ich glaube, das waren 5 Bots oder so. Und wir gucken jetzt einfach mal. Ich hoffe, ihr seht auch einigermaßen das flüssig. Jo, lol. Oh, mir ist gerade mein Bild abgenommen. Ich hoffe, das kommt gleich wieder. Ich hoffe auch. Also zurzeit zeigt er mir hier so einen charmanten Kreisel an. Aber das macht gar nichts. Man muss ja gar nicht wirklich was sehen können. Es reicht ja auch, wenn man kannst einfach so... Kannst du dich auch nach Hören orientieren? Geräusche hört. Du sprichst einfach mal auf Verdacht. Ja, genau. Du bist ja gleich nach einer weiteren Folge dabei. Dann auch mal mit Bild. Halleluja. So ein Blind Let's Play mal anders. Aber es klang eben so, als wenn du den Raketenwerfer hattest. Ja, ich glaube, irgendjemand, der mich gerade erledigt hat. Oder so, von mir so das. Also es ist nicht unbedingt, für die Leute, die die anderen Folgen noch nicht gesehen haben, es ist nicht unbedingt ein Taktik-Shooter. Ich nehme das mal einfach vorweg. Aber ich habe doch bei UT so schöne Sachen mal wie den Rocket Jump und wie sie da heißen. Genau. Mich wundert sowieso, dass so viele Leute, also mich wundert es nicht, dass die nicht spielen, sondern Commentaries drüber machen, weil Ego-Shooter spielen und dabei quatschen. Ist eine geile Nummer. Ist echt eine geile Nummer. Muss das wie anders sein. Deswegen ist aber schön, ich nehme gern jeden Gast, weil dann brauche ich nicht labern. Das ist übrigens auch mein Lieblingssatz, wenn ich das irgendwie... Du spielst da immer so schlecht. Ja, früher habe ich damit nicht gelabert, als ich gezockt habe. Ja, aber das ist aber eine ganz gefährliche Sache. Ich meine, zu reden und zeitgleich deinen Ego-Shooter, gerade sowas wie Unreal Tournament, da kommt man gerade als Mann ja schon mal sehr ins Rotieren. Ja, aber da ist jetzt hier auch wieder der nächste Hinweis. Da, wenn das so ist, ne, hier das Gerücht der multitasking-fähigen Frauen. Warum ist denn hier Gronkh nicht weiblich? Ja, wir sollten darüber ein Video machen. Das ist auch Gewöhnungssache, aber man vergisst immer was. Also wenn du redest und spielst, du übersiehst einfach Kleinigkeiten, auch wenn du gut spielst. Ja, das ist echt so. Das ist echt so. Deswegen, das ist auch so mein Lieblingssatz. Du hast da nicht... Also bei mir schreibt jetzt keiner, du hast bei 3,15 Kohle vergessen. Also, noch nicht. Stein. Bei dir. Macht wahrscheinlich auch bald einer. So, kommt immer ins Kreuz. Alter, ich krieg hier aber auch wieder die Hucke voll. Die auf dem Schulhof, kenne ich. Ja gut, die das auf dem Schulhof haben, das sind ja die Let's Player mit sechsstelligen Summen. Aber hallo. Also so mit der Skype-Übertragung. Das ist lustig, weil das ist echt so Nostalgie gerade, weil Lars hat zwar hier so, der Mr. Venom hat zwar 60 Frames, aber ich sehe hier vielleicht 25. Ja, das hättest du mal dein XT nicht umgetauscht. Ja, das ist so Nintendo 64-mäßig. Genau. Das ist Wahnsinn. Das Retro wird dann nochmal doppelt Retro. Ja, das ist richtig cool. Das ist dann hier... Inception. Also. Genau, Retro Inception. Das ist geil. Genau. Ah. Das ist die Retro-Version von Michael Bay oder so. Das ist Wahnsinn. So, irgendwann ist auf Rampage. Das finde ich doof. Rampage heißt 10 Kills in Folge. Das finde ich doof. Ja, natürlich nicht. Das sniped aber jemand gerade, oder? Ich meine, ich kann es ja nicht sehen, aber das war perfekt, genau. Das war ein schöner Headshot. Venom sniped. Ich habe in einer Folge, das war so geil, das war gar nicht beabsichtigt, 4 Headshots in Folge. Also, nee, 5 sogar. 5 sogar. Noch. Also der El Bundy der Ego-Shooter sozusagen. War das schon ein Monster-Kill oder ging es erst in die Richtung? Nee, war nicht. Hat er nicht gebrüllt. Der Monster-Kill, das ist natürlich das Beste, ich meine.
Das jagt man ja förmlich bei UT. Habt ihr eigentlich Tribes gespielt? Tribes? Ich glaube. Weil das letzte war das Tribes Ascent, oder wie das geheißen hat. Mhm. Und das war eigentlich richtig cool, bis die Firma angeboten hatte, alles, was es in diesem Free-to-Play-Spiel zu erspielen gibt, ja, damit man sich's kaufen kann. Somit musste man nicht mehr spielen und damit waren keine Spieler mehr da. Super. Ja, ist auch eine Idee, das Geschäft zu machen. Also es gibt schon noch das Spiel, aber es ist einfach nicht mehr so voll. Ist aber ein richtig guter Shooter, müssen wir mal angucken. Ja, mach ich gerne. Mach ich gerne. Also ist auch mal eine Frage, vielleicht machen wir da auch in Zukunft mal, also ich meine, Quake 3 zum Beispiel bietet sich natürlich auch für sowas an, ne? Der schöne Arena-Modus. Die arbeiten noch an dem neuen Quake, ne? Also dann an Quake 5 oder wie soll das dann heißen? Oh, warten, wie, keine Ahnung, wie das heißt. Das ist das Neueste, also da arbeiten sie schon lange dran. Oder ist es schon draußen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die sind da echt noch bei. Das ist aber schon ganz lange im Gespräch irgendwie. Hauptsache, es wird nicht wieder Early Access für 39 Dollar und kommt dann nie raus. Also von Doom habe ich auch was gehört, da kommt auch was. Ja, raus. Da sind sie auch irgendwie am Schrauben. Also. Sind ich für ein Oculus sogar? Für Rift? Ja, kann sein. Finde ich ja gut. Also Oculus ist ja echt mal ein geiles Teil. Und Sony bringt ja das Teil für die PlayStation raus. Mhm. Also Oculus und halt dieses andere Ding. Ja. Aber das wird noch ganz interessant. Aber obwohl, ich bin mir fast sicher, dass Oculus besser wird. Die sitzt jetzt auch schon ein bisschen länger dran. Aber das ist schön, dann hast du bei Oculus, wenn du dann wirklich Doom 4 spielst, kannst du dann sofort passend, ne? Sofort I like. Gefällt mir. Ja. Dieser Headshot wurde Ihnen präsentiert von Bitburger. Das wird dann im rechten Auge eingeblendet. Super. Boah, ich bin auf Platz 3 oder was? Ey, ich glaube, es hängt hier. Was ist hier denn? Hast du auf Easy Mode oder? Ja, ich spiele auf Easy Mode, glaube ich. Spielst du gerade auf Peaceful? Er schießt Blumen. So ist das. Genau. Frieden schaffen ohne Waffen. Das ist natürlich auch schön. Frieden schaffen ohne Waffen. Ich war das immer dieses Gewalt ist keine Lösung, aber ein Anfang. Ja, genau. Das hört sich auf jeden Fall ziemlich gewalttätig an. Ich meine, wenn man sich wirklich so auf den Ton konzentriert. Das ist eine Pumpgun, oder? Nee, eine Flakgun hast du gerade, ne? Ja, das war... Alter, damit... Ich meine, so oft gibt's Wetten das nicht mehr, aber vielleicht können wir da... haben wir eine Wette. Genau, wir lassen es einmal krachen und packen Unreal Tournament auf ZDF. Genau, wir raten... ja gut, wahrscheinlich ZDF Neo. Habt ihr es jetzt eigentlich mitgekriegt, was der ZDF Neo gemacht hat mit Stefan Raab? Nee. Ich weiß nur, mit dem chinesischen Blamieren. Ah, okay, hat es mitgekriegt, ne? Mit der Spielshow. Super, oder? Super Sache. Das ist geil gemacht. Das war allerdings, geil gemacht. Allerdings. Hast du es mitgekriegt, Jero? Nee. Stefan Raab hatte in seiner Show irgendwie so einen Ausschnitt aus so einer japanischen Spielshow gezeichnet und die quasi eine Nachmache sein soll von Schlag den Raab oder so, ne? Okay. Und Raab, wie er nun mal ist, hat sich natürlich auch selber auf die Schulter geklopft, ne? Und was Raab allerdings zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass diese Spielshow kein chinesischer Abklatsch ist, sondern eben von der vom ZDF irgendwie nachproduziert wurde, quasi als Fake, und Raab eben noch zukommen lassen. schon ziemlich gut gemacht. Cool. Weißt du denn, wie er sich revanchiert hat? Nee, hat er schon? Ich glaube ja, aber ich hab's nicht mitgekriegt, also. Nee, weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. Aber ich denke mal, Raab kann das. Ja, aber gute Nummer. Ja, auf jeden Fall. Boah. Jetzt hast du da meinen Kopf weggeschossen. Ja, also, ich weiß auch nicht, irgendwie laufen die Gegner jetzt mir nicht mehr vor der Füße. Das ist nicht so gut. Oh oh. Die sind einfach durch deine überlegene PC-Technologie jetzt auf künstliche KI und Lernen dazu. Also die haben unterschiedliche Angriffsstrategien, ne? Also die haben unterschiedliche Charaktere. Das heißt, es gibt also von dem Camper bis hin zum vollkommenen Psychopathen gibt's alles. Also es gibt das auch wirklich Leute, es gibt auch wirklich Leute, die sich eiskalt dann 10 Minuten in der Map verstecken. Das ist bei One-on-One richtig lustig. Aber sonst ist schön, ne? Sowieso rumbrüllen, denkst du, das könnte auf jeder LAN-Party genauso sein, ne? Ja. Kennt ihr eigentlich das Spiel The Specialist?
Nee. Nee. Das ist ein Mod für Half-Life 1. Ja. Und ist so auf Matrix aufgebaut mit Bullet Time und Slow Motion. Cool. Und auch in Arenen, und du kannst halt nicht nur mit normalen Waffen kämpfen, sondern auch mit Samurai-Schwertern und sonst was. Cool. Das, ja, das Spiel ist dermaßen gut, wenn du mal, das läuft bestimmt gut, wenn du mal einen Mod installierst. Gibt's auf Steam? Ich denke, es gibt's noch. Das war mal für Half-Life 1 ein Mod und ist aber irgendwie eigenständig auch spielbar. Aha. Irgendwie sowas, aber guckst du mal an, ist auch so in dem Stil, auch von der Zeit her, glaube ich, gleiche Zeitspanne. Ich weiß nicht, wann ist denn das erschienen, das Spiel hier? 99. Weißt du, wann Half-Life rausgekommen ist? Oh, 97? Ja, aber ist auf jeden Fall außer die Ecke, ne? Ja. Ja, die Zeit der großen Ego-Shooter, da waren sie noch. Ja, das aber war ich dann sogar... Ja? Ich hatte gehört, dass ein neues Half-Life jetzt demnächst mal, also demnächst ist gut, aber irgendwie angekündigt wurde. Ja, wahrscheinlich eine weitere Episode, ne? War ja ganz spekulieren, aber es soll, ja, natürlich, wir sollen dran arbeiten. Also die Zusatzepisoden waren richtig gut, also... Ich meine, Half-Life 2 ist schon ein absolut klasse Game, aber das war dann nochmal, haben sie nochmal oben einen draufgelegt. Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Fucking Scheiße, ich hab gewonnen! Schrapnell, okay... wie viele Gegner haben wir denn da? Azur? Okay. Azur trägt übrigens grün. Ich muss das jetzt dem Tiju erzählen. Okay, ich. Wie man so die Azuri halt kennt, in grün. Aber natürlich. Ich finde auch mal geil, die Biografie. Hat 6 Jahre lang auf dem Mars gearbeitet. Ja. Würde sofort in jeder RTL-Show anfangen, also. Ding. So. Chris, ich glaube, was ist das denn? Genghis? Also. Genghis. Genghis Khan oder was? Genghis Khan, natürlich. Genghis Khan. Jetzt nicht Genghis Khan, der Weltraumeroberer. Gut, da haben wir schon zwei Kandidaten. Genghis Khan und was war der andere gerade, der 8 Jahre auf dem Mars gearbeitet hat? Das war, glaube ich, hier Azur oder so. Der Grüne. Natürlich. Ich finde auch geil, also stehen ja immer Berufe, zum Beispiel hier Blake, den hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwo in irgendeinem anderen Match. Steht dann auch Klassifikation, also Beruf, ne? Arena Fighter. Ja, sonst wäre er jetzt nicht hier, glaube ich. Also. Der heutige MMA-Kämpfer. Ja, Prinzip ist es ja. Das ist ja wirklich hier, ich sag mal hier, ne, eine Mischung aus Running Man, Tribune von Panem und was weiß ich halt in Hardcore, ne? Was passiert halt? Die Welt ist am Arsch. Ja, was machst du halt? Machst du halt ein Deathmatch mit irgendwelchen Soldaten, mein Gott. Das ist eigentlich immer der Fall, ne? Wenn die Welt am Abgrund steht, gibt's entweder die Donnerkuppel oder die Mütter. genau. Willkommen bei Mad Max, genau. Ich freue mich schon auf das Mad Max-Spiel. Ich hoffe, ja. Das wird gut. Das ist ja von den Machern von Just Cause. Das ist dann schon mal ein ganz großer Vorteil. Das finde ich gut. Weil was ihr euch nicht antun solltet, ist das Game zu Rambo. Nee. Vor allen Dingen ist es lustig, es gibt ja von Rambo mittlerweile 4 Filme. Das hat die Firma nicht gewusst und hat eigentlich nur 1 bis 3 bearbeitet. Hm. Kann ja, man ja mal Geld dann aus. Ja, sparen, wo man kann. Die hatten wahrscheinlich so ein Developer-Kit, ne, so ein Freeware-Tool, das war dann nach 30 Tagen abgelaufen. Also. Die mussten in 30 Tagen alles reinklatschen. Wir können jetzt böse sein, das bringt jetzt E.T. ein ganz anderes Licht. Der musste fertig werden, weil er lief Lizenz ab. Ja, diese ganzen kleinen E.T.-Leichen, ne? Irgendwo in der Wüste liegen sie. Das ist ohne Witz, ne? Ich hab ja, ihr kennt mich ja, ich hab ja so einen Scheiß. Ich hab ja natürlich ein Modul davon im Schrank, natürlich. Die wollen dafür so Schweinegeld haben für die Dinger und die sind nun überhaupt nicht selten. Aber weiß Gott nicht. Na also, ab nach Nevada und ausgraben den Witz. Ja, also ich glaube, wenn ihr das macht, also ich glaube. Für ein Atari war das, ne? E.T.? Mhm, genau. Was ist eBay denn? E.T. Atari. Also ich glaube, ich habe es das letzte Mal für einen 10er gesehen und das ist, Oh, hier, Alter. 14,99 plus 2,50 Euro Versand. Ah, ist doch ein Schnapper. Kauf ich. Mehrere. Preis inklusive Versand höchster zuerst. Was haben wir denn hier? Nee, okay. Alter! Da will jemand... Okay, das ist auch natürlich hart. 12,99, aber 4,50 Euro Versand. Ja, so viel ist E.T. doch nicht mal wert. Ja gut, aber vielleicht kriegst du dann halt eine offiziell lizenzierte Kopie. Sieht aus wie so ein billiges Knockoff aus China, aber das kann mich auch täuschen. Das
glaube, der Lars spielt auf Autopilot. Ja, im Augenblick läuft's wieder. Das ist gut. Das ist gut. Das spart euch viele sinnlose Folgen da draußen. Und immer noch die Frage, ja, machen wir irgendwann Multiplayer? Ja, machen wir. Aber eins nach dem anderen. Auch hier nochmal ein Gruß. Ich habe jetzt mal wieder einen gehabt, glaube ich, irgendwie der doch etwas der jüngeren Fraktion. Nein, ich komme nicht raus mit Spielen, weil das wird missverstanden. Bitte nochmal, bitte was tust du? Kommst du raus mit Spielen? Ja, da wollte tatsächlich einer mal mich fragen, ob ich nicht rauskommen will und spielen. Nein. Da ruft man meistens in unserem Alter die Polizei. In dem Fall schon. Was würde der Herr Edati eigentlich dazu sagen? Der kennt den schon. Er hat den schon mal Facebook geliked. Ja, jetzt bist du ja auch ganz unterirdisch, ne? Er hat den schon als Freund. Ich glaub's auch. Das ist ja das Schöne im neuen South Park Game, dieser verarscht mit den Facebook-Gags. Herrlich ist das. Ich meine, ist ja genauso. Ja, du bist auch mit der Mutter und der Schwägerin befreundet, ja. Aber jetzt gerade etwas ganz Wichtiges. Ich habe den Goat Simulator ausprobiert. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Hast du schon gespielt? Das ist lustig. Ich hab's nicht gespielt, aber ich weiß, dass es lustig ist. Aber ja. Mehr auch nicht leider. Zu kurz und zu wenig. Simulator. Es wird damit geworben, als Feature, dass da in dem Spiel Bugs drin sind. Ja, der Trailer ist geil. Genau. Super, ja. Oder? Super, oder? Ist auch geil. Also, ohne Witz, wenn du das Spiel spielst, du bist beschäftigt, du rennst da rum und machst Mist und hast deinen Spaß. Das ist völlig genial, das Spiel, aber es ist zu wenig Inhalt. Ja, das ist das Problem. Aber sonst, die Gags sind, du machst alles kaputt, es gibt dann das Michael Bay Achievement und, oder irgendwie, weiß nicht, du kannst ja irgendwie auch die, Königin der Ziegen werden und so ein Scheiß. Stark. Und es gibt ja auch, Flappy Goat als, Game of the... glaube auf dem Fernseher irgendwo, ne? Verarsch mich nicht. Nein. Da kannst du Flappy Goat spielen. Nein. Ja. Genau, du kannst im Spiel spielen, genau. Das ist Inception, Leute. Ja. der Wahnsinn. Flappy Goat. Doch, ist wirklich cool. Also, ich sag doch, das ist eins der Probleme der heutigen Industrie. Die Spiele nehmen sich immer zu sehr ernst. Es ist nun mal Unterhaltung. Und ich meine, wie viel Lizenzmüll kennen wir von den Blockbustern, ne? Ja, das stimmt natürlich. Die natürlich alle gut sind, weil die können uns ja alle sponsern. Ja, warum nicht? Mir fehlt irgendwie von EA noch der Minigolf-Simulator 2014. Aber warte mal ab. Das wird irgendwann auch noch kommen. Jetzt kommt doch für den DS kommt doch jetzt Mario Golf wieder raus. Ja. Ohne Scheiß? Ja. Ja, aber das wird gut. Also das wird schon gut. Ich war nie ein Fan von diesen Mario-Golf-Teilen, weil Golf finde ich halt nicht so spannend, aber die Mario-Tennis-Dinger sind immer noch legendär. Also, das ist wirklich nicht nur... Ich fand die Golf auch gut. Ich muss mich an der Stelle outen. Ihr kennt auch diese ganzen Mario-Party-Spiele, ne? Ja. Konnte ich nie was mit anfangen. Kennst du die von der N64-Welt an oder ab wann? N64-Welt an. Ich konnte nie was mit denen anfangen. Echt nicht. Aber vielleicht, weil ich keine Freunde habe. Och, Menno. Oh, hättest du mich mal angerufen. Weiß nicht, ich fand das immer, also, weiß ich nicht. Mit da konnte ich nicht. Das war irgendwie... Nee. Da sprang der Funke quasi nicht über, ja? Naja, deswegen plant ja jetzt Microsoft auch die Abwärtskompatibilität für Xbox One, dass man wieder allein die alten Spiele zocken kann. Ach Quatsch, jetzt verarsch mich nicht. Nee, ohne Witz. Nein, ja, ohne Witz. Das wäre natürlich hier. Es fragt sich nur wie, weil was ja Sony macht, das wird ja Streaming sein und du wirst jetzt nicht die CDs reinschieben können. Also denkst, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber... Okay. Ja, also irgendwie haben sie jetzt haben sie jetzt irgendein Zusatzlaufwerk oder so ein Quatsch erzählt oder irgendein... Egal, was sie da wieder für ein tolles Konstrukt bauen. Okay. Also was ich nur weiß, ist halt dieses Streaming-Dienst an sich, wo du halt dann für ein paar Euro alle Spiele kaufen kannst, wie bei der Wii U, wo du halt im Store diese alten Dinger kaufen kannst.
Aber was halt geil wäre, wenn du Xbox One zum Beispiel einfach die Xbox-Spiele reinhaust und dann da zocken kannst. Ne? Das wäre natürlich super geil. Weil, wir haben zwar gesagt, das Problem macht, weil das halt ein 64-Bit-System ist, aber gut, ich meine, die sollen es mal so ein paar Spezialisten geben, die machen dir einen Mod und dann geht es. Ja, richtig. Nur falls ja, und das wird doch Microsoft auch schaffen. Ja, vor allem, du weißt ja selber, du kannst doch theoretisch da auch eine virtuelle Maschine emulieren, das kriegt doch keiner mit. Und ich sag mal, Microsoft sollte das selber schaffen, oder? Haben ja, aber so ein Dragon's Dogma mit bisschen verbesserten Kanten und flüssig wäre schon nicht schlecht. Das wäre auf jeden Fall eine super nette Sache. Weil ich habe da keinen Bock drauf auf PlayStation 3 und Dragon's Dogma, weil das mir alles so, so unrund läuft. Vor allen Dingen, ich hab's jetzt auch mal durch, jetzt mal ist gut durchgespielt, ich hab's jetzt schon ein paar Mal jetzt gespielt, Dragon's Dogma, und auf der Xbox, Alter, das hakt, ohne Scheiß. Wenn da irgendwie ein paar zu viele Effekte auf dem Bildschirm sind, ne, dann dreht das so ab, das ist unglaublich. Aber selber habe ich auch bei Dark Souls, ich weiß auch nicht. Naja, habe ich jetzt noch, ich habe keine Xbox, von daher, ich habe eine PlayStation. Aber wenn die Xbox abwärtskompatibel wäre mit dem gleichen Laufwerk, das heißt CD rein und gut, dann kaufe ich mir eine Xbox One. Ihr hört das da draußen, liebe Freunde von Microsoft, ihr habt einen Käufer. Nicht nur einen. Also wenn sie das machen würden und so schneller als Sony, dann gibt's gute Verkaufszahlen. Das glaube ich. Das glaube ich. Auch. Weil dann kaufen die Leute richtig, denke ich mal. Mit ihren Diensten und Abonnements und sonstigen Zeugs da, ich weiß auch nicht. Nee. Ob das immer alles so sinnvoll ist. Überall musst du irgendwas eingeben, Passwörter kündigen und aufschreiben. Natürlich, macht doch alles Sinn. Da pustest du ins Modul, steckst das rein und spielst fertig. Die gute alte Zeit, ne? Ja, die ist leider lange vorbei, das ist ja wirklich so. Du hast ja keine Konsole mehr, du hast einen Mini-PC, das ist einfach so. Ja. Gut, wir haben die Folge geschafft. Dann danke ich an meine beiden Co-Kommentatoren. Einmal an den großartigen Jerofire und an den großen Tiju. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Bis dann. Tschüss.